herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute freue ich mich ganz besonders auf eine Flasche hier zum Probieren, den Dalwhinnie 30 Jahre alt aus den Special Releases 2019. Das heißt also, der ist jetzt schon im vergangenen Jahr erschienen. Aber da er einen steilen Preis dran stehen hat mit 568 €, sind wohl noch ein paar Flaschen über beim Hersteller, sodass auch wir den hier weiterhin bei uns bei whisky.de im Shopsystem anbieten. Dafür bekommt man einen 30-jährigen Dalwhinnie, berühmte Brennerei. 30 Jahre gibt es dort. Bislang habe ich die noch nie gesehen. Also der älteste, der mir bekannt ist aus dieser Brennerei. 54,7% Fassstärke und greift in wiederbefüllten, also Refill Hogsheads und Butts, also Sherry Butts. Wenn ein Whisky mal so alt ist, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, was für eine Fasswahl man da trifft, weil wenn man erst befüllte Fässer dann 30 Jahre lang liegen lässt, dann ist das Fass dermaßen dominant. Und ich habe gerade hier schon mal probiert und ich muss sagen, die Auswahl von diesen wiederbefüllten Fässern ist eigentlich recht glücklich gewählt. Wir haben vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen ungefähr unser Tasting gehabt, wo der Dalwhinnie 15 Jahre mit dabei war, sodass ich also hier jetzt mit der frischen Erinnerung des 15-Jährigen, der zu meinen Lieblingswhiskys gehört, weil er zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis doch schon ein ordentliches Alter von 15 Jahren aufweist, kann ich also hier dann durchaus Vergleiche schließen. Ich habe also zu diesen Flaschen habe ich also ein Sample Set bekommen, wo die ganzen Special Releases 2019 drin waren. Ich habe nicht alle probieren können, zu wenig Zeit, zu viele Whiskys. Aber hier dieses kleine Sample habe ich mir nun rausgesucht und bei diesen Samples lag also hier nur ein Heft, wo die ganzen Flaschen alle drin einzeln beschrieben sind. Und der Dalwhinnie wird also hier auch beschrieben, dass er aus der höchsten Distillerie in Schottland stammt, was nicht so ganz stimmt. Ich kenne also eine Brennerei in Schottland, die höher liegt. Aber es ist die berühmteste Brennerei, die hoch gelegen ist, nämlich auf knapp 1000 Fuß, also 15-17 Meter irgendwo da in der Größenordnung liegt die Brennerei. Und damit haben sie dort einen Mountain Character, also einen Bergcharakter. Das heißt, im Winter kalt, nicht so das Meeresklima, was im Prinzip immer so um den Gefrierpunkt herum die Temperaturen in Seenähe hält, sondern dort oben in den Highlands, da geht es dann schon mal runter auf minus 15 Grad. Da oben fällt auch ordentlich Schnee. Dass man hier also einen ganz, ganz anderen Reifecharakter dort oben rausbekommt. Ja, der Whisky ist also nicht gefärbt, zeigt damit seine Originalfarbe, die jetzt hier golden ist. Das heißt, hier zeigt sich, dass die Fässer tatsächlich von den Flüssigkeiten, die vorher da drin waren, nicht mehr so viel enthalten haben und dass jetzt praktisch hier Eichenfarbe übergegangen ist. Und also jetzt lesen wir hier nicht die Originalgeschmacksbeschreibung vor, dann will ich ja selber mal gucken, was ich hier an der Stelle herausfinde. Neben dem 15-jährigen Dalwhinnie gibt es noch den Dalwhinnie Distillers Edition, auch 15 Jahre alt, der eine Nachreifung in Oloroso Sherryfässern bekommt und damit einen ganz, ganz anderen Charakter aufweist als dieser. Also dieser sollte mit den wiederbefüllten Fässern eigentlich mehr in Richtung des 15-Jährigen gehen. Jetzt schauen wir mal, was hier rauskommt. Mit 54,7 hat er ein bisschen zu viel Alkoholstärke, als dass ich ihn pur probieren würde. Da werde ich dann gleich ein bisschen dann verdünnen, habe ich mir extra Wasser zur Seite gestellt. Also zuerst mal tolle Vanillenote vorneweg und danach kommt so eine leichte florale Note, die dann gleich übergeht in dieses Dalwhinnie-typische Heidekraut. Das sagt man ja Dalwhinnie nach, dass da immer eine Heidekrautnote drin ist und tatsächlich an dieser Stelle nun auch. Dazu eine Süße.
weiche, milde Note. Und im Hintergrund ein Hauch, also wirklich nur ein Hauch von Eiche. Also wenn man den so riecht, dann kommt der einem nicht vor wie 30 Jahre. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man Refill-Fässer nimmt, dass dann die Fässer nicht so dominant werden und den Brennereicharakter tatsächlich noch ein bisschen Luft lassen. Jo, also wie gesagt, probieren tun wir jetzt noch nicht, sondern erstmal füllen wir hier mal ein ganz bisschen Wasser zu. Naja, das waren jetzt 50, jetzt sind wir bei 48. Das sagen sie auch in diesem Heftchen, dass man also hier etwas Wasser zugeben darf und der Charakter des Whiskys ändert sich dabei nicht. Ja, Geruch wird etwas stärker. Cremig, weich, süß. Und im Hintergrund immer noch diese leichte, würzige Eichennote. Offiziell heißt es ein bisschen Rauch drin, aber da spüre ich nun gar nichts von. Ne. Obwohl der Whisky jetzt sicherlich nur 48 Volumenprozente hat. Weich, mild, süß. Fließt auf der Zunge und erst wenn man runtergeschluckt hat, so ein Hauch von Eichennote hinterher, vielleicht mit einem ganz, ganz zarten Ingwer hinten dran, aber jetzt nicht so in Richtung scharf, sondern nur ein bisschen in Sachen Würzigkeit. Es war gerade ein Tropfen hinten runtergelaufen, da hat es mir glatt die Stimme verworfen. Mhm. Hat man den Whisky ein bisschen länger im Mund und baut sich der gesamte Geschmack auf, belegt den Mund. Oh, da trinkt man am besten keinen anderen mehr hinterher, weil jetzt die Komplexität sich aufbaut. Der Ginger kommt jetzt ein bisschen stärker durch, dass man die Eiche von 30 Jahren Reifung tatsächlich jetzt im gesamten Mund spürt, ohne eine Bitterkeit dabei zu bekommen. Das ist das Wichtige dabei, dass man hier nicht die harten Tannine hat, sodass ich annehme, dass diese Buds, diese Refill Buds tatsächlich auch damals schon aus amerikanischer Weißeiche waren. Wenn die jetzt vorher zum Beispiel für 15 Jahre für den normalen Darini schon verwendet wurden, dann sind die Fässer 45 Jahre alt. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also da gehen Menschenleben dahin über diese Zeiten. Ja, florale Note ist jetzt etwas tiefer geworden. Das Heidekraut ist etwas stärker. Am Ende kommt vielleicht sogar schon eine leichte Orangennote durch. Ja, irgendwas so in Richtung Saftorange. Aber die Vanille immer noch deutlich. Wundervoll gemacht. Vielleicht ist dieser Delvini jetzt auch noch verfügbar, weil man den Delvini 15 Jahre normalerweise preislich dann doch im unteren Segment angeordnet hat und man sich dann nicht vorstellen kann, dass ein 30-jähriger Delvini dann in dieser Preisregion fast 20 Mal so teuer sich dann nun aufhalten darf. Ich finde den Whisky richtig gut gelungen und die Ähnlichkeiten zum normalen Darwini 15 sind durchaus vorhanden, aber er zeigt ein weitaus stärkeres Alter, weitaus mehr Komplexität und Fülle, wie er natürlich ein 15-jähriger Whisky an dieser Stelle dann nicht haben kann. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.